Trax, Trax, wo steckt denn der Kerl? Normal sitzt er immer hier auf diesem Tisch, wenn ich reinkomme. Ich muss ihn mal suchen gehen. Da steckt der Kerl und schläft. Hey, Trax, aufwachen! Was ist, schon wieder früh? Sicher, Trax. Ich glaub, du hast in der Nacht zu lange ferngesehen. Und dann ist's natürlich kein Wunder, Trax, dass du in der Früh nicht munter wirst. Also bitte, schau dir deine Trax-Show. Ist ja immerhin toll, dass er sich's anschaut, oder? Ihr schaut ja auch Kinder. Schau dir also deine Trax-Show bitte untertags an und schlaf in der Nacht, wie das alle klugen Raben tun. Okay. Ja, liebe Kinder, die Stimme vom Herrn Lehrer wieder mal aus dem Off. Manchmal ist Mathematik auch von oben einfacher, wenn ich euch nämlich hier die Buchseite besser damit zeigen kann. Wir beschäftigen uns heute auf Seite 99 im Trax-Buch Teil B mit der Aufgabe 1. Da sind an diese Pinnwand sind Zahlen gesteckt. Du sollst immer mit einer Zahl aus der ersten Kolonne und einer aus der zweiten eine Plusrechnung bilden, die ein Ergebnis aus der dritten Kolonne ergibt. Und natürlich geht nicht alles. Ja, vielleicht geht zum Beispiel 8 plus 7, überleg einmal, 8 plus 7 sind, das sind 15. Und 15 kommt hier nicht vor, also daher 8 plus 7 ist nicht möglich. Das Buch hat schon ein bisschen vorgearbeitet. 5 plus 4 ist, welche von diesen dreien gehört hier hinein? Es ist die 9. 5 plus 7 ergibt die 12, auch richtig. 8 plus, und jetzt musst du überlegen, welche Zahl kannst du verwenden, dass eine von diesen herauskommt. Gibt es hier eine Zahl, die mit 8 zusammen 9 ergibt? Ich habe schon gehört, da hat ein Kind 1 gerufen, aber 1 kommt hier nicht vor. Also 8 plus 1 ist 9, geht nicht. Geht 8 plus 3, wie viel wäre denn das? 8 plus 3 sind? Richtig, sind 11, steht 11 hier? Nein, daher geht's nicht. 8 plus 4. Probieren wir das mal aus. 8 plus 4 ist 12. Völlig richtig. Und jetzt haben wir hier noch zwei Rechnungen, die mit 9 gerechnet werden und die eine dieser zwei Ergebnisse ergeben. Du kannst es mit Ausprobieren lösen oder mit Ergänzen. 9 plus wie viel ist 9? 0, 0 steht hier nicht. 9 plus wie viel ist 12? Super, da habe ich eine 3 gehört. 9 plus 3 ist 12. Und 9 plus wie viel ist 16? Habe ich auch schon im Hintergrund gehört, die 7, jawohl. 9 plus 7 ist 16. Das sind die 5 möglichen Lösungen. Genauso sollst du bei der Nummer 2 mit beiden Kästchen bitte getrennt verfahren. Hier sollst du eine Lösung einmal heraussuchen und dann sollst du auf einem Blatt Papier oder im Heft alle möglichen Lösungen aufschreiben. Aber Achtung, es muss immer ein blaues plus ein gelbes muss ein grünes ergeben. 4 plus 4 ist 10, wäre das möglich? Nein, das hast du völlig richtig erkannt. Viel Spaß beim Arbeiten. Bei Nummer 3, wenn du es schaffst, wird es mich freuen. Auch hier wirst du das Heft brauchen. Ja, und schon gibt es den dritten Teil unserer Geschichte vom Buchstabenfresser. Was ist denn in der zweiten Geschichte alles passiert? Trax, weißt du noch was? Jawohl! Viele Dinge sind vertauscht worden.
Hey, Drax, du hast ja wirklich aufgepasst. Wenn wir mal schauen, ob die Kinder auch was wissen. Was ist denn da alles vertauscht worden? Aus dem Keller wurde eine Schule. Spannend. Was, sagst du? Ah ja, aus Schule wurden Schuhe. Und die arme Frau Lehrerin Elisabeth, Frau Lehrerin Wagner, gerät natürlich in Verdacht, dass sie die Schuhe in den Keller geschleppt hat. Sollen wir weiterlesen, Drax? Na sicher! Am nächsten Morgen geschah etwas, was noch viel merkwürdiger war als ein Berg aus Schuhen im Keller. Als Papa nämlich in den Werkzeugraum ging, um nach dem Hammer zu suchen, fand er ihn nicht. Dafür machte etwas hinter seinem Rücken ziemlich laut Mäh. Papa fuhr herum. Hinter ihm stand ein Schaf, guckte ihn mit großen gelben Augen an und sagte noch einmal Mäh. Nachdem Papa sich von seinem Schreck erholt hatte, packte er das Schaf am Fell und zog es nach draußen in den Garten. Dort blieb es stehen und machte zum dritten Mal Mäh. Papa ging zurück in die Wohnung und sagte zu Claudia, bring dem Schaf bitte eine Schüssel mit Wasser, ich glaube, es hat Durst. Welchem Schaf? Fragten Mama und Claudia fast gleichzeitig. Dem in unserem Garten, sagte Papa und ließ sich in einen Sessel plumpsen. Und dann bringt mir bitte eine Beruhigungstablette. Mama und Claudia stürzten in den Garten. Das Schaf stand im Gemüsebeet und fraß gerade den Salat. Mama und Claudia gingen zurück in die Wohnung. Soll das eine Überraschung für mich sein? Fragte Mama. Mein Geburtstag ist doch erst im Dezember. Und außerdem hätte ich viel lieber eine Armbanduhr. Die frisst wenigstens nicht unseren Kopfsalat auf. Papa stöhnte. Wenn hier einer überrascht wurde, dann bin ich es, sagte er. Wer hat nur dieses Tier in meinen Werkzeugraum gebracht? Die Haustür war doch zu. Ich weiß gar nicht, wie der mit dem Schaf hereingekommen ist. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Polizei holen. Am Nachmittag kamen zwei Polizisten, hörten sich alles an, guckten sich alles an, schüttelten mehrmals den Kopf und schoben dann das Schaf auf den Rücksitz des Streifenwagens. Sie weigerten sich aber auch, die Schuhe mitzunehmen. Dann fuhren sie wieder weg. Die Überraschung am nächsten Tag war nicht ganz so gewaltig wie die mit dem Schaf. Aber Claudia reichte es. In ihrer Schreibtischschublade hatte sie eine Dose mit Bonbons stehen. Claudia hatte mit Mama ausgemacht, dass sie sich jeden Tag eine Süßigkeit nehmen dürfe. Meistens klappte das auch. Nur ganz selten nahm sie zwei oder drei oder fünf. Als sie am Nachmittag nach der Schule das Schubfach aufzog und nach der Bonbondose greifen wollte, war die nicht mehr da. Dafür lag eine unbekannte, senfgelbe Baumwollhose in der Schublade. Claudia ging zu Mama und beschwerte sich. Du hast mir die Bonbonbüchse einfach weggenommen, nur weil ich gestern ausnahmsweise mal 7 Bonbons gegessen habe, sagte sie. Das finde ich gemein. Mama guckte sie erstaunt an und sagte, ich habe keine Büchse weggenommen. Und wer hat eine Hose in mein Schubfach gelegt? Fragte Claudia. Mama sagte, eine Hose? Das muss derselbe gewesen sein, der das Schaf in Papas Werkzeugraum gebracht hat. Mal sehen, was dem noch alles einfällt. Mama musste gar nicht lange warten, dann sah sie schon, was dem Unbekannten wieder eingefallen war. Als sie am nächsten Morgen ins Arbeitszimmer ging und sich an den Computer setzen wollte, war der Tisch verschwunden. Der Computer
stand auf dem Fußboden. Daneben lag eine geräucherte Forelle. Mama rief nach Papa. »Guck mal, was hier los ist«, sagte sie. Papa guckte sich um. »Oh, geräucherte Forelle«, sagte er, als er den Fisch sah. »Das ist aber eine nette Überraschung. Danke, Schatz. Am liebsten esse ich sie leicht angewärmt mit Sahne, Meerrettich.« »Und sonst fällt dir wohl nichts auf?«, fragte Mama grimmig. Papa guckte sich noch einmal um. »Oh, dein Tisch fehlt ja«, stellte er fest. Mama sagte, »Nett, dass du das gleich bemerkst. Du musst jetzt endlich was unternehmen. So geht das nicht weiter. Hol die Polizei.« »Die kann uns auch nicht weiterhelfen«, sagte Papa. »Die nehmen höchstens die Forelle mit. Denk an das Schaf, das haben sie auch mitgenommen. Ich weiß was Besseres. Wir werden Albrecht Dill holen.« »Den alten Herrn Dill?« »Gar keine so schlechte Idee«, sagte Mama. »Hey, warum hörst du auf zu lesen?« »Nun ja, Trax, Fortsetzung folgt. Auch wenn du neugierig bist, du musst warten, bis ich in der nächsten Folge deiner Trax-Show weiterlese und die Kinder sind hoffentlich auch schon neugierig.« Die nächste Übung nennt sich Der Krieger, beginnt aus dem Stand, ein Schritt vor, wir gehen in die Telemarkstellung, das Knie wird also abgesenkt und dann wird einmal der rechte Arm hochgedreht, einmal der linke Arm oder umgekehrt, dann wird das hintere Bein nachgeführt und wir beginnen mit dem anderen Schritt, den nach vorne zu machen. Und das Aufdrehen, einmal der eine Arm, dann der andere Arm, Fuß nachführen und wieder auf die andere Seite. Wir machen das auf jede Seite dreimal. Eine sehr gute und wichtige Übung ist auch der Beinachsenstern. Da halten wir zunächst einmal stabil den Beckengürtel. Dann beginnt es mit Schritt nach vor, Position halten, beistellen, anderer Fuß, Schritt nach vor, halten, beistellen, Seitschritt, Oberkörper aufrecht halten und Fußhaltung immer parallel. Beistellen, Seitwärtsschritt, im Oberkörper stabil bleiben und beistellen. Eine ganz wichtige und beliebte Übung ist die Kniebeuge. Wichtig ist die gesunde Ausführung. Und zwar gesund deshalb, dass man versucht, sich hinten runterzusetzen und die Knie bewegen sich nicht über die Zehenspitzen. Zur Balance gehen die Arme vor dem Körper und du gehst so weit hinunter, dass du dich mit dem Oberkörper auf die Oberschenkel legen kannst. Diese Position verharrst du kurz, in der bleibst du und gehst dann wieder langsam hinauf. Ganz aufrichten und wieder hinuntergehen. So, und jetzt, Alex, jetzt zeigst du uns bitte auch, wie es eigentlich falsch aussieht, dass die Kinder wissen, wie es nicht zu machen geht. Nicht zu machen, überwiegend nicht gesund für die Knie ist, wenn du gerade bleibst, aber mit den Knien über deine Zehenspitzen gehst und wieder hinauf. Also bitte so nicht, der Kinder. Der Rücken wäre gerade, aber für die Knie ist es nicht gesund. Deshalb und jetzt? Hinten hinuntersetzen, hinuntergehen. Du kannst auch deine Position verändern, indem du breiter stehst, Zehen zeigen ein bisschen hinaus, genau dasselbe noch einmal, um auch die Oberschenkel ein bisschen anders zu trainieren und ein bisschen zu dehnen. Und wieder hinaufgehen. Wenn das gut geht, kannst du auch von dieser Position in den Frosch gehen, das heißt, du gehst ganz hinunter, ganz weit runter, Arme berühren den Boden,
Rücken bleibt gerade und dann gehst du wieder hinauf. Ganz hinuntergehen und hinauf. Diese Übung nennt sich Two-in-One. Aus der Stützposition auf einem erhöhten Untergrund, wenn es keinen gibt, kannst du es auch mal ohne probieren. Zumindest diese Übung, wird das bodenfernere Bein abgestreckt. Wird natürlich auf beide Seiten gemacht. Und die zweite Variante ist, das bodenfernere Bein ist nur auf der Bank und das untere Bein wird unten rangeführt. Für die Bauchmuskulatur und Körperspannung wichtig ist die Übung namens Plank oder auch deutsch Brett. Da wird die Position einmal gehalten in der Spannung. Hier ist die Fortführung schon aus dem Plank in den Liegestütz, aus dem Liegestütz wieder ins Plank. Geht auch mit Bein anheben aus der Plank-Position. Wichtig ist immer nur die Körperspannung und Arm und Bein abheben und sogar damit wippen. Das sind dann schon die Profis. So, liebe Kinder, ab jetzt seht ihr meinen Kopf nicht mehr, sonst seht ihr das nicht, was wir gemeinsam tun wollen. Sachunterricht am Freitag. Es geht weiter mit Familie. Ich habe dir schon gesagt, du brauchst entweder dieses Blatt, das deine Eltern ausdrucken konnten, oder, was natürlich noch schöner ist, einen Baum, den du selber gezeichnet hast. Ich nehme jetzt mal für uns diesen Baum. Und ich habe dir gesagt, du brauchst viele leere Kärtchen. Ich hoffe, du hast genug. Ich habe natürlich schon vorgearbeitet, denn ich jetzt alles aufschreibe und zeichne, dauert die Trackshow zu lange. Auf diese Kärtchen schreibst du deine Familienmitglieder. Natürlich mal dich selber. Super wäre, wenn du dich auch drauf zeichnest. Ja, du siehst, ich sehne mich nach Haaren. Trag's keine blöden Kommentare jetzt. Wenn du Geschwister hast, magst du für deine Geschwister auch Kärtchen? Zum Beispiel Bruder, Schwester, je nachdem wie viele du hast. Du kannst hier auch den Namen draufschreiben, wie dein Bruder heißt und wie deine Schwester heißt. Das wäre dann noch toller. Dann brauchst du natürlich deine Eltern, Mama und Papa und Mama. Auch da könntest du den Namen dazu schreiben. Und wenn deine Eltern Geschwister haben, dann sind das ja für dich Tanten und Onkel. Für alle Tanten und Onkeln brauchst du auch Kärtchen, ja? Dann brauchst du noch Kärtchen für Oma, für Opa. Und wer weiß, vielleicht hast du noch eine Uroma. Du weißt schon, das sind die Eltern von Oma und Opa, die heißen Uroma und Uropa. Bei Oma und Opa bitte auch den Namen dazu schreiben. Wenn du diese Kärtchen bereit hast, dann werden sie auf den Baum gegeben. Zunächst einmal vielleicht nur hinlegen, später kannst du sie auch ankleben. Ha, ich habe was vergessen. Wenn deine Tante oder dein Onkel Kinder haben, wie nennt man denn die? Ganz richtig, ich habe es gerade von dir gehört. Man nennt sie Cousin oder Cousine. Ich hol doch noch zwei Kärtchen. Warte einen Augenblick, ich bin gleich wieder hier. Eine Cousine habe ich hier noch gemacht und einen Cousin. Und jetzt beginnst du. Dich selber wirst du auf deinem Familienbaum in die Mitte geben. Unten in die Mitte. Oben drüber kommen direkt links und rechts deine Eltern.
Wie viele Omas und Opas hast du denn? Möglicherweise noch zwei. Dann brauchst du auch Oma Paula und Oma Jovanka zum Beispiel. Dann müsstest du hier beim Papa kommen, seine Oma und sein Opa. Und bei der Mama kommen ihre Oma und ihr Opa hin. Ja? Wenn deine Mama und dein Papa jetzt Brüder oder Schwestern haben, Papas Brüder kommen auf diese Seite und Mamas Schwestern auf diese Seite. Deine Geschwister kommen natürlich neben dich. Und wenn deine Tante und dein Onkel auch Kinder haben, dann kommen die da darunter daneben hin. Und sollte es noch eine Uroma oder einen Uropa geben, kommen die ganz oben hin. Und jetzt hast du einen tollen Familienbaum. Wenn du ihn fertig hast, bitte lass deine Eltern ein Foto davon machen und schick es uns in die WhatsApp-Gruppe oder direkt an die Verlehrerin Elisabeth oder an mich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also Trax, die Kinder entlassen wir jetzt ins verdiente Wochenende. Dich auch, aber rechtzeitig schlafen gehen, dass du mir nicht nochmal so müde bist wie am Mittwoch und heute in der Früh. Macht nix! Jetzt ist eh Wochenende! Unbelehrbar, dieser Vogel. Na, ich bin schon gespannt, wie der am Montag aus der Wäsche schaut. Ich und Wäsche? Ich trage keine Wäsche, ich habe Federn!